Wir fangen an langsam. Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Giorgio sieht gut aus. Er wirkt entspannt. Orazio eher nicht. Gut, Krokodil, komm rein. Da gehen wir wieder so ein Schwanz zwischen die Beine, ist der Hammer. Eine Narkose wird es fürs Krokodil nicht geben. Das wäre zu gefährlich. Hellwach wird Giorgio also sein, wenn Elisabeth Lanz ihm in den Rachen greift. Orazio hat es schon ein paar Mal gemacht. Die gängige Methode, meint er, wenn die Urtiere was verschluckt haben, was sie nicht verdauen können. Die Maulsperre ist vom Pferd abgeguckt und von Zahnoperationen. Auch der echte Zootierarzt hat sie abgenickt. Soll ich ihn auch einfach, dass er Vertrauen hat? Machen wir es nur einmal, ich will es nicht proben, weißt du? Ich will es einmal drehen, aber ich will es nicht oft proben, der tut mir leid. Ja, mir auch. Keine Angst, meint Orazio. Sieht nur so schlimm aus. Da halten Krokodile ganz anderes aus. Probier. Mach klapp die Kappe runter und gehst du einfach rein. Okay, einfach reingehen. Jawohl, rein. Da kann ja nichts passieren. Solltest du rein. Rein, geh rein. Geh rein. Wie oft? Wie der lang? Gummi vielleicht schlüpfriger sein? Nein, nein, das ist okay. Ist es noch nass im Maul, oder? Ja, aber es kommt mir sehr trocken. Dann mach den ins Wasser rein. Ja, hilft ihm das. Ein bisschen. Bitte, das muss jetzt Tempo haben, weil ich ja, mache das nicht lange. Ich sage. Die Nerven liegen blank. Na, es tut mir leid. So geht's auch. So, wenn ich so, jetzt ist er ruhig. Jetzt kann er auch den Orazio bleibt dicht beim Krokodil. Eigentlich sollte das der Schauspieler-Tierpfleger machen, aber so ist es wohl für alle besser. Sobald es eine minimale Veränderung bei der Herzschlagfrequenz gibt, ja, sage ich sofort Bescheid. Frau Dr. Merten, Sie können jetzt. Na, mein Lieber, lass mich mal da rein. Ich tue dir nicht weh. So. Okay, ich komme jetzt in die Speiseröhre. Die Herzfrequenz steigt weiter. Wach. Wach. Ich muss noch mal rein. Ich habe keine Münze, liegt keine da. Nein, wir sind auch längst nicht im Dialog so weit. Für mich war es wirklich perfekt. Und bitte tun, ne? Ich bin im Magen. Da ist nichts, es ist ganz glatt. Frau Mertens, die Herzfrequenz steigt. Dr. Mertens, das kann ich nicht mehr verantworten. Einen Moment noch. Ich glaube, er wacht auf. Susanne, brechen Sie ab sofort. Moment, hier. Hier. Was sagen Sie dazu, Dr. Fehrmann? Was sagen Sie dazu, Dr. Fehrmann? Brav, Konrad. Danke. Na, war gut. Das ist noch ein Teil des Innenlebens vom Krokodil. Es war kein Dummy. Aber es sind so ausgesprochen. Krokodil kommt raus. Überstanden. Krokodil, Orazio, Regie und Schauspieler. Da wird die mit einem Zug. Dann war die Münze auf der Hand. Ja. Traumhaft. Ja. Das ist klasse. Unheimliches Gefühl, sage ich dir. Ist ein unheimlich archaisches Gefühl. Es hat schon was. Es ist komisch. Also ich muss erst ein bisschen runterkommen, merke ich echt. Das ist wirklich irre. Niemand befreit mich. Ich würde das gern loswerden. Warte mal, nein, warte.
Also Anschluss ist ein Handschuh auf der Hand. Also. Nur ein Foto, falls doch noch was wiederholt werden muss. Das geht zack, zack. Das Krokodil hat erst mal ein bisschen die Augen zurückgedrückt. Das heißt, ich habe ein bisschen Stress, mein Freund. Und dann hat sich beruhigt. Das ist ganz toll, das Tier. Und sie die Hände rein, gefummelt gemacht und getan. Und sie war eigentlich mutig. Ich kann nicht verstehen, dass man da Angst hat. Aber für normale Mensch ist das ein Ding. Ich habe in ihre Augen gesehen, wie sie sich gefreut hat, dass alles geklappt hat. Und sie schmacht nur einmal, hat sie gesagt. Auf einmal ist es einmal geklappt. Das war klar. Ich freue mich für das Tier. Übrigens, bei Krokus entscheidet die Körperlänge, wann es zur Sache geht. Cäsar in Leipzig hat die richtige Größe, mehr als 2 Meter. Doch weit und breit keine Frau. Er kommt. Na ja, fast keine. Da hast du nur gedacht, es gibt was. Och Gott, tut mir richtig leid. Ist schon ein Leben, ganzen Tag da rumliegen. Tja, was für ein Leben. Fast 70 Jahre alt kann so ein Kroko werden, aber immer alleine. Dabei ist Cäsar eine gute Partie. Mit einem hübschen Zuhause und Zimmerservice. Ja, man sieht, also er catcht es mehr oder weniger, ist immer hin und her. Komm, jetzt mach ein Großes, das kriegst du noch. Naja, es muss ihm halt weich sein, wie wir mit der Kartoffel. Die Einsamkeit hat sich irgendwie auf den Magen geschlagen. Doch schon naht Rettung. Was hier aussieht wie eine Ladung China-Bölle, sind 2 Alligatorendamen. Jung und knackig und hoffentlich mit aufmunternder Wirkung. Eingeflogen aus Florida mit dem Duft der großen, weiten Welt. Ein flotter Dreier in der Kroko-WG? Na, wenn das mal nichts ist. Ein Krokomann im Liebesrausch brüllt und tanzt. Doch nichts von allem. Verdächtige Ruhe. Ob Cäsar verlernt hat, wie es geht? Immerhin gibt es die Urviecher schon 200 Millionen Jahre. Da kommt es auf ein paar Monate bei Cäsar jetzt auch nicht mehr an. Bei Nachbars, den Stumpfkrokodilen, hat es doch auch geklappt. Braucht eben alles seine Zeit.